glaube, dass die hohen Gas- und Strompreise, die wir erleben, auf Dauer nicht durchhaltbar sind für unser Land. Und neben den Hilfsmaßnahmen, die wir jetzt einleiten, müssen wir auf dem Markt einfach auch mehr Energie anbieten. Das heißt für mich, dass wir nicht nur jetzt die beiden Atomkraftwerke bis zum Frühjahr weiterlaufen lassen, weil das Problem nach diesem Winter nicht vorbei sein wird. Wir brauchen länger Kernkraft. Ich glaube, wir sollten auch über die Reaktivierung der stillgelegten Kernkraftwerke nachdenken und aus meiner Sicht auch über mehr einheimische Erdgasförderung. Denn es ist absurd, dass wir aus den USA Frechengas importieren wollen, aber selbst nicht bereit sind, Gas in Deutschland zu fördern. Herr Herbst, hier habe ich die Frage. Die Ostsee-Pipelines, die beschäftigen einen ja sehr stark und wir wollen hier definitiv nicht mutmaßen. Aber weiß man schon mehr im Bundestag? Nein, wir tappen genauso im Dunkeln wie die allgemeine Öffentlichkeit. Also wer die sabotiert hat, wissen wir nicht. Dass es keine natürliche Ursache war, ist klar. Es waren Explosionen, die extern ausgeführt wurden. Das sagen die Experten ja auch, weil es an drei Stellen war, wenn ich es richtig wiedergebe. Das wäre ja zu zufällig. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, die Nord Stream 2 ist ja völlig neu, die Pipeline. Also die war ja noch nicht mal in Betrieb. Das heißt, vom Material kann es keine Materialermüdung sein. Aber glauben Sie oder denken Sie, dass es einen Weg zurück gibt zu den Handelsbeziehungen mit Russland? Also ich glaube unter Putin nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die zweite Lehre ist, wir sollen uns nie wieder so abhängig von einem Lieferanten machen. Wir waren bei 55% Erdgasimporten von Russland abhängig. Das würde ich auch mit keinem anderen Land mehr machen, egal welches Land auf der Welt. Man sollte immer diversifizieren. Auch kein Unternehmen würde 70% des Umsatzes mit einem einzigen Kunden machen, weil wenn der wegbricht, bist du auch als Unternehmen platt. War ein anderes Land vergleichbar abhängig, was Ihnen einfällt? Naja, die Italiener sind abhängig auch von Gaslieferungen gewesen und ich sag mal, wir müssen diversifizieren und ich glaube, der Fehler war, dass wir so eine Energiewende gemacht haben, die hieß, wir bauen ein paar Windräder an Land auf und die gesamte Reserve bei Windstille, das machen wir alles mit russischem Gas. Und damit ist die Energiewende krachend gescheitert. Wir müssen auf mehrere Standbeine setzen. Dazu gehört aus meiner Sicht Kernkraft, Offshore-Windkraft, weil die einfach zuverlässiger ist, auch Solar. Aber eben auch einheimische Gas. Und Sie sind jetzt dafür, dass wir in Deutschland fracken, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ich glaube, dass wir die Reserven nutzen sollten. Das kann sicher gemacht werden. Das zeigen ja auch die seriösen Studien, die es heute gibt, dass wenn man das sauber ausführt, dass man das ordentlich machen kann. Und wir haben ungefähr an Reserven das 30-fache des deutschen Jahresgasverbrauchs, was bei uns im Boden liegt. Und es hat auch eine wirtschaftliche Komponente. Warum sollen wir nur anderen Ländern für Gas Geld zahlen? Warum nutzen wir nicht selbst die wirtschaftlichen Potenziale? Wird das aktuell auch besprochen? Also ich stelle mir das mit den Grünen relativ schwierig vor, über das Fracking zu reden. Ist auch schwierig. Auch Atom ist mit Grünen schwierig. Nur ich finde, wir müssten ja jetzt eigentlich mal lernen, wir können uns nicht von anderen abhängig machen und insbesondere von unsicheren Kandidaten. Also wenn wir jetzt Strom aus Österreich beziehen, würde ich sagen, können wir uns drauf verlassen. Da gibt's ein freundschaftliches Verhältnis. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Grünen sich auf Sie zubewegen? Ja, Atom war ja eine ungeheure Herumeierei. Also man hätte doch ehrlich gesagt schon jetzt im Sommer sagen müssen, die Kernkraftwerke bleiben am Netz, auch dem Markt ein Signal zu geben, wir geben die Energie, stellen wir zuverlässig können zur Verfügung. Können Sie sich vorstellen, dass es jetzt auch bei Fracking so wird? Wird schwierig, aber wir kämpfen darum, weil ich glaube, die Macht des Faktischen wird uns alle einholen. Herr Aberl, Sie sind Ökologe und damit auch Umweltexperte selbstverständlich. Es gibt ja auch Nachteile beim Fracking und bei verschiedenen Energielösungen. Ja, es ist ein massiver Eingriff in Gleichgewichte des Erdmantels, die wir schwer abschätzen können in ihren Folgen. Und ich bin immer dagegen, komplexe natürliche Systeme, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben, über Jahrmilliarden, so massiv zu beeinflussen, dass mögliche Schäden in vielen Menschengenerationen nicht mehr in Ordnung gebracht werden können. Und es gibt Alternativen, dasselbe gilt ja auch für den Atomstrom, also wo ja allein die Lagerproblematik nicht gelöst ist, weil es hat unendlich, also sehr lange Halbwertszeiten und wir greifen da ja in zukünftige Generationen ein. Aber mit jeder Tonne CO2 besser, auch wenn dann in Amerika gefrackt wird? Das ist immer das, was ich mich frage. Nein, es ist egal, wo das passiert. Also amerikanische Fracking-Energie ist genauso meiner Meinung nach abzulehnen. Aber es gibt so viele Alternativen inzwischen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Also meine Verlobte und ich, wir recherchieren gerade für einen Dokumentarfilm über ökologische Energieproduktion und ökologische Lebensformen. Und Dank an Sie. Wir haben jetzt ein sehr interessantes Konzept entdeckt. Das ist die bifazialen Solarpanels. Also, dass man auf beiden Seiten Kollektoren hat. Auf beiden Seiten, Sachsen, die herstellt. Genau. Und das können Sie auf diesen riesigen Agrarflächen, die wir überall in Deutschland, Österreich und überall haben, in ganz Europa, können Sie also streifenweise diese Paneele senkrecht aufstellen, sodass sie also kaum Fläche brauchen und auch die Landwirtschaft, den Ackerbau dort nicht beeinträchtigen. Und je nachdem, wie die Sonne steht, ob sie jetzt im Osten steht oder im Westen steht, je nach Tageszeit,
nimmt eben die eine Seite oder die andere damit Seite Energie jetzt auf. Energiekrise, ja. Aber wahrscheinlich aber doch, das damit können sie gigantische Flächen ausstatten und die Landwirtschaft kann auch eine wichtige Säule der Energieproduktion werden. Ganze Stallungen, wir haben ja auch große Stallungen und Lagerhallen, die können bedeckt werden mit Solarenergie, mit Solarpanelen. Aber das Speicherproblem funktioniert. Das Speicherproblem lässt sich auch lösen und es gibt Landwirte, die haben in Deutschland, die haben diese Anlagen und sie bräuchten nur noch den Schalter umlegen und könnten ans Netz gehen. Das hört sich an wie ein Wir müssen auch die anderen Argumente, ich will alle von Ihnen heute Abend noch hören, aber einmal ganz kurz, Herr Stock, wenn Sie das hören, hört sich das ja an, als könnte die Energiekrise heute Abend gelöst werden, hier am Tisch von Phil nach 8. Wäre schön. Wie blicken Sie denn darauf? Ja, da müssen wir das Licht ausmachen, dann mag es gleich gehen. Aber nein, ich blicke da, also ich finde diese Vorschläge faszinierend. Und je mehr Sie davon erzählen, desto mehr bringen Sie das auch zum Leuchten. Das finde ich klasse. Ich glaube nur, wir sind noch ganz weit davon weg. Wir haben im Moment, glaube ich, 17% unseres Primärenergiebedarfs werden durch erneuerbare Energien gedeckt. Wir sind meilenweit davon weg. So, also es braucht. Und weil das ja noch nicht umgesetzt und ist. Und aber auch, das ist ein Baustein. Und was mich immer stört, ist, wenn wir uns auf gewisse Technologien festlegen. Das ist das Problem. Wenn wir Atomkraft ausschalten mit guten Argumenten, dann verhindern wir die Forschung an Atomkraft, die vielleicht irgendwann dazu führen wird, dass wir dieses Lagerproblem in den Griff kriegen. Dass wir vielleicht mit einer ganz anderen Technik da vorankommen. Wenn wir uns auf Kohle festlegen, dann verhindern wir, dass andere Technologien vorankommen. Und diese Festlegung aus ideologischen Gründen, die geht mir sowas von gegen den Strich. Außerdem ein Punkt dazu noch. Man muss doch mal verstehen, so toll das ist, wenn wir die ganze Welt mit Solarpanelen, die so super toll sind, pflastern würden. Wirklich, auch diesen Quadratmeter, es ist alles voll. Das Studio auch. Es würde uns nichts nutzen. Nee, es geht. Weil Strom kann nicht, wir können Strom aus den Solarpanelen nur bekommen, solange die Sonne scheint. Und das tut sie Gott sei Dank relativ oft, in letzter Zeit sogar häufiger. Aber wir können sie nicht so speichern. Wir haben 36 Pumpspeicherkraftwerke. In Deutschland ist einfach geografisch da ein Ende. Wir können da nicht mehr mitmachen. Wir bräuchten erstmal Speicher, um diese Mengen tatsächlich einspeichern zu können, die wir dann am Mittag zum Beispiel produzieren. Die Pumpspeicher, Sie wissen das wahrscheinlich, die haben bei uns eine Energie von 40 Minuten Strom. Mehr nicht, wenn sie alle funktionieren würden. Das heißt, es ist ja richtig, die Energiewende unterstütze ich in jeder Richtung, finde ich ganz toll. Ja, und man hätte viel mehr machen können vorher. Auch vollkommen d'accord. Aber es ist einfach falsch anzunehmen, man könnte nur mit diesen regenerativen Energien das Problem lösen. Da muss ich noch mal einhaken. Also erstens, ich schade, dass jetzt kein Experte für erneuerbare Energien hier sitzt. Ich bin kein Experte für erneuerbare Energien. Als Biowissenschaftler bin ich auf die Organismen spezialisiert. Mensch, Pflanze, Tier. Und nicht auf die Technik. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel Konzepte gibt, wo ganze Häuser aus sich heraus energieautark gebaut werden können. Da gibt es zum Beispiel ein Konzept, das nennt sich die Earthship. Das wird versucht, ein geschlossener Wasserkreislauf einerseits wird gemacht und andererseits wird eben aufgrund von Solarenergie, Windenergie und wenn möglich auch noch Wasserenergie, aber Herr Arbeit, kommen wir jetzt zu einer wird versucht, Frage. Auf mehreren Säulen das Haus vollkommen energieautark zu machen. Sie und das dürfen Sie in Deutschland nicht. Ja, aber da ist doch die Frage, wollen Sie das den Menschen vorschreiben? Wollen Sie also mir sagen, ich baue gerade ein Haus, wollen Sie dann zu mir sagen, so Nein. Sie müssen das machen. Es wurden tatsächlich in den letzten Jahren ökologische Vorschriften, was zum Beispiel die Dämmstoffe betrifft, gemacht. Das wurde vorgeschrieben aus ökologischen Gründen. Wir haben einen Planeten. Und das ist der Planet, der auch den Zukunft, also das konkret nicht, es ist ja nicht einmal erlaubt momentan. Ja. Aber da fängt es ja schon mal an. Sie dürfen heutzutage nicht einmal so ohne weiteres Ihr Haus energieautark bauen. Sie müssen diesen Anschluss ans Netz haben. Und da könnte man ja zumindest einmal diese Tore öffnen. Das ist leicht, dass denen, die es, Sie müssen jetzt, müssen sie ja nicht machen, aber denen, die das machen möchten, und es gibt viele Menschen, die aus ökologischen Gründen, aus nachhaltigen Gründen, für zukünftige Generationen das auch freiwillig machen würden. Aber für die Menge, die Sie brauchen, müssen Sie es ja Menschen vorschreiben. Also wenn Sie da auf Freiwilligkeit setzen, das wird ja dann nicht klappen für die komplette Energieversorgung. Also natürlich werden genauso wie gesagt auch ökologische oder halt effiziente Dämmmaterialien vorgeschrieben sind. Also man, Sie können ein Haus nicht mehr heute so bauen, dass die Energie sozusagen wie in einer Holzhütte verschwindet, sondern sie müssen da auch gewisse Standards einhalten und das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr erhöht. Früher waren das die Pioniere des ökologischen Bauens, die Spinner,
habe auch für unser Projekt jetzt einiges interviewt, die haben Gegenwind bekommen. Heute sind deren damalige Standards teilweise Vorschrift beim Bauen. Ja, es gibt Bauvorschriften. Was ich toll finde, nachdem und es könnte auch noch mehr Vorschriften geben, die müssen natürlich umsetzbar sein. Mhm. Aber es könnte sich in die Richtung entwickeln, dass wir viel dezentraler das wird auch passieren. Dezentraler den Strom produzieren und Überschüsse dann in ein Netz, in ein gemeinschaftliches Netz abgegeben. Ich würde vorschlagen, der Herr Herbst nimmt das mal mit, weil was ich schön finde, Herr Aber, auch wenn wir hier nicht einer Meinung sind, dass mal eine Innovation hier vorgestellt wird. Ja, es geht nur mit Innovation. Dementsprechend finde ich das toll.